in Bewegung bleiben. Ich muss gestehen, das Erste, was ich gemacht habe nach meiner Quarantäne, ist, ich habe mich morgens ins Auto gesetzt und bin einfach mal eine Runde gefahren, um was anderes zu sehen als meine vier Wände oder den Pfarrhof. Bewegung tut uns gut. Bewegung schafft uns neue Eindrücke und das ist schön. Aber wir müssen aufpassen, dass Bewegung für uns nicht zu etwas Negativem wird. Nämlich, wenn wir anfangen, die Bewegung zu nutzen, um vor uns selbst oder vor schwierigen oder ausweglosen Situationen wegzulaufen. Susanna, heute im Garten in der Tageslesung, ist vor so einer ausweglosen Situation. Zwei ältere Männer bedrängen sie, wollen sie zu etwas zwingen, was sie nicht will, und sagen ihr, wenn du nicht brav bist, dann werden wir dich anschwärzen und man wird uns glauben und deshalb wirst du dann sterben. Also tu lieber das, was wir wollen. Sie tut es nicht und vertraut auf Gott. Und Gott sendet ihr den David. Und David überführt die zwei Männer der Lüge. Lauf nicht vor dir selbst weg. Fang nicht an, dich selbst zu verleugnen. Gerade jetzt in diesen Tagen, wo wir viel alleine mit uns sind, vielleicht auch in der Familie, ergeben sich andere Probleme als vorher. Die soziale Nähe, die wir plötzlich zu denen haben, mit denen wir eigentlich unser Leben leben wollen, die ist besonders. Bleibt in dieser Situation. Lauft nicht weg. Nutzt nicht die Bewegung, um zu fliehen, sondern nutzt vielleicht die Bewegung, um gemeinsam in der Familie einen Spaziergang zu machen, vielleicht mal über das zu reden, was euch im Moment belastet. Seid euch sicher, Gott ist bei euch. Seid euch sicher, dass Gott dieser ist, der euch immer aushält, egal ob ihr euch selber leiden könnt oder nicht. Und vielleicht schaffen wir es ja durch die Krise, dass wir nach der Krise uns alle selber ein bisschen besser leiden können. Also dann bleibt Hoffnungsträger.